Hallo Leute, hier ist wieder euer Lone Zero mit Let's Play Fire Emblem The Sacred Stones. Ich bin zum zweiten Mal in diesem Monat, oder was im Monat, ja, in letzter Zeit so, jetzt wieder leicht erkältet, aber ich glaube, heute geht's zurück, deswegen, und ich muss mal wieder was aufnehmen, ich habe auch irgendwie Lust dazu. Nur stimmenmäßig ist es halt immer schwierig dann. Aber ich glaube, das passt jetzt schon so. Ach nee, Item, ja, wir verwenden auch mal bei ihr die Elysias Peitsche. Und sie wird dann nicht zum Wyvern-Reiter, so, obwohl das natürlich auch was hat, so ein Grün. Aber sie wird jetzt zum Falkenritter. Obwohl wir später noch einen Falkenritter kriegen. Ja, trotzdem. Ist ja jetzt für den Moment wichtig, so das zu haben. Ich mag diese Musik sehr. Okay. Ich sehe gerade, wir haben immer noch 12 Frames nur. Ich muss das mal hochschrauben. Es war ja immer, hatte ich ja immer gemacht wegen den Lags. Die haben wir jetzt aber gerade nicht. Mal schauen. Ne, es ist immer noch zu wenig. Ja gut, 20 Frames dürfte reichen. Vor allem in diesem Spiel. Ich glaube, das hat gar nicht mehr. So. Ich glaube, das hat noch nicht mal 20. Aber gut. Nee, brauchen wir nicht. Molder ist gut so. Larachel. Larachelle. Wenn man es mal so französisch ausspricht. Wie Molder muss geheilt werden. Ja komm, das bisschen. Ist ja wohl jetzt auch nichts. Naja. Entschuldigung, ich musste gerade das Mikro ausschalten, ich musste husten. Aber sonst passt hier alles. Ja gut, die paar Gegner sind doch, obwohl die paar, es sind schon noch ein paar, also ja, doch. Also doch ein paar. Wie auch immer. Passt soweit. Und Vanessa hat jetzt die Macht, mit Schwertern auch noch umzugehen. Das ist schön. Aber erstmal müssen wir natürlich hier anderweitig weiterkommen. Weil es natürlich auch was ist. Moment. Versorgen. Obwohl, nee, das kann sie eigentlich zuerst machen. Sie nimmt sich jetzt erstmal ein Schwert und zwar das. Ja, die sind allzu stark für sie. Ja, dann nicht. Dann kann sie das ein andermal machen. So, jetzt vernichte ihn. Scheiß Bogenschützen immer hier. Die nerven auch den ganzen Tag. Falkenritter haben schon was irgendwie. Ja, haben schon was. Naja. Gut. Dann geht der mal dahin. Ich weiß auch nicht, was er da will. Und Ephraim stellt sich mal hier so hin. Und Dürnel kloppt diesen Vollidioten mit seiner Lanze. Also der Vollidiot hat die Lanze. Nee, hat er nicht. Mit seiner... Ach, scheiß drauf! Der Gegner hat eine Axt und Dünel hat Äxte und Dingensens. Und deswegen nehme ich dann doch lieber Schwerter, weil sie effektiver sind. Auch wenn Dünel es trotzdem schaffen würde, aber naja. So verliere ich nur ein Stahlschwert und auf der anderen Seite hätte ich dann mehrere Lanzenstiche eingebüßt. Immer logisch denken, ne? Ganz wichtig. Oh, ja, 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 die muss ja bald geheilt werden. Das glaube ich ja jetzt nicht. Okay, dann machen wir das gleich. Und du stellst dich da mal schön als Wachposten hin. Und ja, Stahlaxt ausrüsten, das ist ganz gut, glaube ich. Die soll da erstmal vorbeikommen, das will ich sehen, wie sie das machen. Und Lute stellt sich da hin. Und sie stellt sich hier hin. Tanzt Natascha wieder frei. Und zwar ein bisschen schneller. Ach verdammt, ich habe vergessen, am Ende des letzten Parts die Endlosschleife einzufügen davon. Naja, wie auch immer. Ja, gut, dann mache ich das halt an diesem Part. Da muss ich aber dran denken, Endlosschleife, schreibe ich mir einen Zettel. Zettel. Endlos. Schleife Fire Emblem TSS
wie heißt sie? Tänzerin halt. Tanzfrau. Okay, Zettel geschrieben. Jetzt dürfte nichts mehr schief gehen. Und weiter geht's. Oh Mann, ich muss heute aber auch häufig husten. Zum Glück habe ich bisher immer das Mikro ausschalten können. Aber gut. Dadurch wollen wir uns jetzt hier mal nicht beirren lassen. Kritische Treffer sind da ja immer ganz schön. Und deswegen kritischen wir hier noch ein paar Treffer. Dotzler. Wieso ist er eigentlich so verdammt riesig und hat so eine verdammt riesige Axt? Donner gegen Feuer, was ist stärker? Ich glaube, Feuer ist stärker, ja. Ja, Feuer ist deutlich stärker. Und Blut ist vor allem auch im Vorteil, weil sie eine Weise ist, quasi. Sie ist irgendwie jetzt weise geworden, ich weiß auch nicht warum. Aber weil sie das kann. Genau. Okay, Wyvernreiterin Tana, du kommst da hoch. Und du heilst sie erstmal. Okay, und die anderen, die kommen einfach nur mit, weil sie es können. Sie muss auch nicht geheilt werden, das ist doch schön. Und sie ist einfach so langsam, sie muss mal ein bisschen schneller werden. Das finde ich nervig. Naja. Arthur, Ephraim, alle. Ephraim kann irgendwie durchs Wasser laufen, ich weiß nicht. Er hat so ein bisschen so Jesus-Schuhe, nur dass er es nicht so schnell kann. Naja. So. Kurzspeer, Wurf. Achso, Wurfball. Ah, scheiße. Ich meine. Oh! Welch ein Ärgernis! Ich verwende hier keine Kraftausdrücke. Nie, ne? Niemals würde ich so etwas tun. Ich doch nicht. Ich der Vorbildliche. Der nicht vorbildlich ist. So. Deswegen frage ich auch immer, bin ich nicht vorbildlich? Damit ist nicht gemeint, dass ich vorbildlich also die Zuschauer befrage, ob ich vorbildlich bin, sondern es ist quasi so, bin ich nicht vorbildlich? Naja, wie auch immer. Was ist hier los? Okay. Ja, hier, du super Stimme für mir. Dame Selena. General Selena besaß einen höchst seltsamen Stein. Mir ist dies etwa der Drachenstein, den du verloren hast? Ja, das ist er. Doch die Art und Weise, in der ich ihn wiedergefunden habe, macht mich traurig. Mein Drachenstein ist wieder aufgetaucht und trotzdem... Mein Herz ist schwer vor Reue. Mir! Ephraim, könnt ihr mir sagen, warum dies geschehen musste? Dame Selena war ein guter Mensch. Sie schien vor Freude erfüllt zu sein, als sie dir vom Imperator erzählte. Warum musste Dame Selena sterben? Warum mussten wir die Waffen gegen sie erheben? Es tut mir leid. Hätte ich sie davon überzeugen können, die Waffen zu senken, so hätte ich es mit Sicherheit getan. Aber es war einfach nicht möglich. Mir blieb keine Wahl. Sie musste sterben. Ich weiß, dass du mir da nicht zustimmst. Aber du musst wissen, dass ich meine Gründe dafür hatte. Ich entschuldige mich. Ephraim, ich will euch nicht die Schuld geben. Es ist nur so, dass ich sie, Was? Das letzte Wort habe ich nicht lesen können. Ich habe mich aus dem Wald gewagt, um die dunkle Energie zu jagen. Ich dachte, ich könnte vielleicht ihre böse Macht brechen. Ist denn euer Bestreben so anders als das von Selena? Wie viele gute Menschen müssen neben den Bösen noch ihr Leben lassen? Mir! Was können wir tun, dies alles zu beenden, ohne dass noch mehr gute Menschen sterben müssen? Ich habe keine Antworten für dich. Aber ich werde weiter auf die Hauptstadt zureiten und möglichst viele Menschen töten. Vielleicht war das, was du meintest. Und dann werde ich ganz wahnsinnig. Ja, ungefähr sowas hat er gesagt. Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Aber in etwa. Also ein großer Unterschied ist da jetzt auch nicht. Oh je, die Bösen sind in den anderen... Ne, da sind noch welche, genau. Hier sind noch welche. Das ist schön.
nicht. Okay, gerade Burgfriedhof. Nee, ich weiß nicht, was... Burgfried? Burgfräulein? Was heißt das? Kann ich den Part eigentlich nennen? Auf nach Burgfr. Oder so. Naja. Myrrhe kehrt sicher an Ephraims Seite zurück. Eine noble Kriegerin, die bis an ihr Ende kämpfte. Selena, unangefochten ehrenvoll. Für keinen Moment missbrauchte sie Myrrhe als ihre Geißel. Ephraim erneuert seinen Eid, den Schleier des Mysteriums zu zerreißen. Verspreche mich nur noch. Der das Imperium von gerade umgibt. Auf nach Megalad. Selena ist ein weiterer Name auf der Liste der unschuldigen Opfer, die gerade zu verantworten. Ja klar, immer gerade. Gerade in Afrika ist eine Hungersnot. Gerade ist schuld. Kenne ich ja mal wieder hier. Alle, immer alles auf Grado schieben. Das sind die typischen Sündenböcke. Das ist wieder in der Nazi-Zeit. Grado sind quasi da die Juden. Aber gut, so viel will ich jetzt nicht sagen. Grado ist vielleicht doch ein bisschen böser hier drin. Zumindest ihr Boss da. Aber gut, der wird ja auch alles von... ich will ja hier nicht spoilern. Okay. Es gibt gar keinen Dämonenkönig. Okay. Grados Hauptstadt. Ihr Erscheinungsbild hat sich bei meinem seit meinem besten Besuch Scheiß drauf. Ich rede noch um Mist hier, das glaube ich nicht. Seit meinem letzten Besuch nicht verändert. Arika und ich kamen vor langer Zeit mit unserem Vater hierher. Dönell unterwies mich in der Kunst der Lanze. Zusammen mit Leon studierte ich Geschichte. Ich hätte niemals gedacht, dass ich zurückkehren würde. Mein Geschichtsstudium habe ich inzwischen abgebrochen. Man braucht es einfach nicht. 2 Jahre zuvor. Oh ja, das Leon-Theme. Und so setzten der Held Grado und seine Gefährten die 5 heiligen Steine ein, um den bösen Dämonenkönig zu verriegeln. Ja, mei, der war auch mal böse und so. Ach doch, es gibt tatsächlich einen Dämonenkönig. Der Ornod Zetzer hat auch gerade gar nicht gespoilert. Der Stein von Grado wird seit jener Zeit Fire Emblem genannt. Bis zum heutigen Tag wird er als Nationalschatz des Imperiums verehrt. Ich glaube, das war's. Weitere Details über Grados Leben findest du in Die Gründungsgeschichte Grados. Das Buch ist sehr umfassend. Aber es ist so dick. Ja, aber so dick. Und die Buchstaben sind so klein. Du musst es lesen und du willst doch nicht, dass Vater McGregor dich wieder maßregelt, oder? Ich hab Dialekt gewechselt. Bücher und ich passen nicht zusammen. Das Problem ist, sie bewegen sich nicht. Sie langweilen mich zu Tode. Ich verstehe alles viel besser, wenn du es mir erklärst, Leon. Ja, aber irgendwie kommt mir es eigenartig vor, dir ständig zu helfen. So, das liegt vielleicht daran, dass ich dich bewundere, Ephraim. Ich will so stark sein wie du, mutig und hübsch aussehen. Aber ich bin hässlich und fett, wie das Buch. Ich habe eine Idee. Warum bringst du mir nicht bei, wie man mit einer Lanze umgeht, Ephraim? Ich kann nicht zulassen, dass mein Versagen vor Erika ungesühnt bleibt. Ich stehe völlig dumm da. Abgemacht. Ab morgen wird geübt. Aber wenn du Erika schlagen willst, musst du die Sache sehr ernst nehmen. Nimm mich nur nicht so hart dran, in Ordnung? Ich werde dich hart dran nehmen. Oh je, das gab's doch auch mal bei Pokémon von hier Let's Play Together, Pokémon Smaragd, Rüdiger, Rio und Keanu. Ach du Scheiße. Immer diese Leute mit ihrem Hart dran nehmen. Das kann man doch auch hoch. Unmissverständlicher ausdrücken, oder? Ach ja, hier, Myrrhe. Ephraim? Ah! Ein Erdbeben, aber sie kann doch fliegen. Naja. Schon wieder eine Erschütterung. Sie kommen öfter von, nicht wahr? Bist du in Ordnung, Myrrhe? Ja, aber ich habe mich erschrocken. Ephraim, dieser Ort, hat die Erde schon immer gebebt? Ja, Grado neigt schon seit langer Zeit zu Erdbeben. Kleinere Stöße wie dieser kommen immer wieder vor. Mach dir darüber keine Sorgen. Wirklich? Ephraim? Was ist? Ich kann es fühlen, aus dem Inneren des Schlosses. Ich kann die Dunkelheit fühlen. Ich fühle die große Quelle der Dunkelheit tief im Inneren seiner Mauern. Vielleicht kommt es aus dem Thronsaal. Dort befindet sich Imperator Vigard, der Mann, der dies alles begann. Lasst uns gehen. Vater!
Vater, haben wir etwas Dummes getan? Ich denke nicht. Als er starb, konnte ich den Verlust nicht akzeptieren. Wäre ich doch nur stärker gewesen. Und irgendwie kann ich jetzt keinen bayerischen Akzent mehr nehmen. Ich weiß nicht, ich bin dann generell nicht gut. Euer Majestät, feindliche Soldaten kommen auf uns zu. Oh, Prinz! Was ist hier los? Warum dieser ungewöhnliche Ausdruck auf deinem Gesicht? Ich würde es fortsehen, wenn du mich nicht ansehen würdest. Es wäre nicht, als wäre ich eine schreckliche Bestie. Ich bitte um Verzeihung. Sagst du, er wird ein angegriffen? Ich möchte, dass er den Wein zuvor erfährt. Setz eure Waffen gegen Ephraim ein. Ist dieses Vorgehen annehmbar, Vater? Tu, was er sagt. Verstanden. Sofort, Euer Majestät. Was ist hier nur passiert? Bergrado, Imperator Vigard, vernichtet Ephraim. Er kann sich warpen. Warp! Naja. Ups. Ja, das sind die Leute, die wir zur Verfügung haben. Kennen wir natürlich alle. Ich werde offscreen dann mal welche auswählen und ich hoffe, ich bin mal im nächsten Part dann ein wenig freier von der Stimme her oder so. Ich wollte jetzt nur mal kurz wieder was aufnehmen hier. Es muss dir mal sein. Ciao, bis zum nächsten Part. Euer Leute, Zorro.